Alternative Antriebe sind seit einiger Zeit in aller Munde. Wie beim PKW geht es auch bei der Bahn immer stärker um die Transformation von konventionellen Treibstoffen auf erneuerbare Energien. Und während man da natürlich auf den elektrifizierten Strecken dem Auto weit voraus ist, sieht es auf Nebenbahnen ohne Oberleitung anders aus. Zwar ist auch hier eine Bahnfahrt deutlich umweltfreundlicher als der Individualverkehr, aber es gibt Luft nach oben. Gerade wenn man auf die Klimaziele der Bahngesellschaften blickt. In Deutschland sind rund 39% der Bahnstrecken, also rund 13.000 Kilometer, nicht elektrifiziert. Und bei den meisten von ihnen wird sich das in nächster Zeit wohl auch nicht ändern. Deshalb entwickeln die Bahnhersteller aktuell mit viel Innovationskraft Züge mit alternativen Antriebstechnologien, konkret Batterie und Wasserstoff. In diesem Video sehen wir uns die Premierenfahrt und die Erstbetankung des Wasserstoffzuges Mireo Plus H von Siemens an und bekommen so einen Ausblick auf die klimafreundliche Zukunft des Bahnverkehrs auf Nebenstrecken. Dieses Video wird unterstützt von Siemens Mobility. Auf die Inhalte des Beitrags hatte das Unternehmen aber keinerlei Einfluss. Ende 2020 gaben Siemens Mobility und die Deutsche Bahn bekannt, im Rahmen des Projektes H2 Goes Rail gemeinsam an der Entwicklung eines Gesamtsystems für den Betrieb von Wasserstoffzügen im Netz von DB Regio zu arbeiten. Im Juli 2021 startete dann der Testlauf für die erste Wasserstofftankstelle. Im Mai dieses Jahres konnte dann auch der zum System gehörige Wasserstoffzug vorgestellt werden. Ein zweiteiliger Triebwagen von Siemens auf Basis der Mireo Plus Plattform. Er hört auf den Namen Mireo Plus H. Nun, im September, gingen beide Teile des Konzepts erstmals offiziell in Betrieb. Bei einer Premierenfahrt auf dem Testring konnten wir uns von der Funktionsweise des Zuges überzeugen. Mit dabei waren auch hochkarätige Gäste, darunter DB-Vorstandsvorsitzender Richard Lutz, Siemens-CEO Roland Busch, Staatssekretär Hartmut Höppner und der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Bayerns Hubert Aiwanger. Der große Vorteil des Zuges? Er stößt so wie Batteriezüge lokal keine Emissionen aus, lediglich Wasserdampf. Zusätzlich sind derartige Züge deutlich leiser als konventionelle Fahrzeuge. Während batteriebetriebene Einheiten aber eine recht begrenzte Reichweite haben und sich vor allem für Strecken eignen, die teilweise elektrifiziert sind, sind durch die hohe Verdichtung des Wasserstoffs weitaus längere Fahrten möglich. Rund 800 Kilometer weit kommt der Mireo Plus H, den ihr hier seht, mit einer Betankung. Eine dreiteilige Version soll ungefähr 1000 Kilometer schaffen. Die grundlegende Funktionsweise des Brennstoffzellenzuges ist recht schnell erklärt. Bei der kalten Verbrennung in einer Brennstoffzelle reagieren Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser. Dabei entstehen Wärme und vor allem elektrische Energie. Während der Fahrt wird diese Energie dann der Traktionsbatterie zugeführt. Die Batterie wiederum treibt dann die Motoren des Zuges an. Auch die Energie für die Bordsysteme bezieht der Wasserstoffzug aus der Brennstoffzelle. Dadurch ist das Fahrzeug leiser und es kann eine beträchtliche Menge Energie durch Rekuperation zurück in die Batterie gespeist werden. Die Betankung des Zuges findet naheliegenderweise an einer Wasserstofftankstelle statt. Da Züge im regulären Einsatz vielleicht auch manchmal an unterschiedlichen Orten flexibel betankt werden müssen, entwickelte die DB Energie einen mobilen Wasserstoffspeicher und Tanktrailer. Dieser ermöglicht erstmals die Schnellbetankung eines Mireo Plus H in nur 15 Minuten. Das entspricht der Zeit, die auch für das Auftanken eines Dieseltriebzugs benötigt wird. Natürlich müssen beim Hantieren mit Wasserstoff einige Sicherheitsstandards eingehalten werden. Der TÜV Süd schätzt dessen Gefahrenpotenzial aber nicht höher ein als jenes von beispielsweise Erdöl oder Erdgas. Damit Wasserstoffzüge aber tatsächlich einen deutlichen Umweltvorteil bringen, muss vor allem auf eine klimafreundliche Produktion des Energieträgers Wert gelegt werden. Denn die Elektrolyse, also der Prozess, bei dem Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird, benötigt eine Menge Strom. Wenn dieser Strom, wie bei anderen ähnlichen Projekten, aus umweltschädlichen Quellen, wie beispielsweise der Verbrennung von Kohle kommt, dann ist der positive Umweltaspekt leider sehr überschaubar. DB Energie und ihre Projektpartner hingegen stellen den Wasserstoff nur mit Ökostrom her, wodurch die Klimabilanz dieses Antriebs deutlich verbessert wird. Aktuell fährt der Mireo Plus H, wie erwähnt, nur auf einem Testring. Aber schon im nächsten Jahr geht es hinaus auf die Strecke für Testfahrten in Baden-Württemberg. Das Landesdesign hat der Zug ja bereits bekommen.
Von 2024 an fährt der Brennstoffzellentriebwagen dann für ein Jahr im regulären Fahrgasteinsatz zwischen Tübingen, Horb und Pforzheim und ersetzt einen dort fahrenden Dieseltriebwagen. Allein die voraussichtlich 120.000 Kilometer, welche im Testbetrieb zurückgelegt werden, sparen 330 Tonnen CO2. Der Wasserstoff für die Betankung wird dann im DB-Werk Tübingen erzeugt. Der dafür notwendige Ökostrom kommt direkt aus der Oberleitung. Die Werkstatt von DB Regio in Ulm wird für die Instandhaltung von Wasserstofftriebzügen umgerüstet. Auch wenn noch einige Tests anstehen, ist der Innenraum des Fahrzeuges schon praktisch fertig. Dieser unterscheidet sich nicht signifikant von den normalen Mireo-Zügen für Baden-Württemberg. Es gibt in beiden Wagen je einen Mehrzweckbereich, Regionalverkehrssitze mit teilweise großen Mitteltischen und ein großzügiges WC. Einer der wenigen sichtbaren Unterschiede zu einem normalen Zug ist der leicht erhöhte Boden, unter dem die Traktionsbatterien Platz finden. Den Mireo Plus H erwartet in den nächsten Jahren aber nicht nur der Probebetrieb. Denn ab Dezember 2024 werden 7 zweiteilige Wasserstofftriebzüge von Siemens im Netz Heidekrautbahn der Niederbarnimer Eisenbahn im Passagierbetrieb eingesetzt. Dies ist der erste Serienauftrag für eine Wasserstoffflotte von Siemens Mobility. Andere Hersteller sind in diesem Bereich bereits weiter, allen voran Alstom. Bereits ab 2018 war ein Triebzug des Typs Coradia Island im Testbetrieb mit Passagieren und seit kurzem fahren die Züge regulär zwischen Cuxhaven und Buxtehude. Ab Fahrplanwechsel werden es 14 Stück sein. Auch weitere Aufträge zum Coradia Island kann Alstom bereits verbuchen. Doch der Mireo Plus H bietet als Wasserstoffzug der zweiten Generation durchaus einige Vorteile. Der größte unter ihnen ist wohl die deutlich stärkere Beschleunigung, welche kürzere Fahrzeiten und eine bessere Integration in die Takte anderer Linien ermöglichen wird. Konkret ist die maximale Beschleunigung mehr als doppelt so stark wie jene des Coradia Island. Auch die Schnellbetankung mit dem DB Energy Speichertrailer ist konkurrenzlos und kann zumindest aktuell nur mit dem Mireo Plus H durchgeführt werden. Davon abgesehen ist auch die enge, von Beginn an bestehende Kooperation mit der Deutschen Bahn ein Vorteil, denn so können die Kompetenzen aus sehr unterschiedlichen Bereichen gebündelt werden. Warum ich dieses Projekt so toll finde, ist es ein Vorbild für Partnerschaft. Eine Zusammenarbeit, die wir brauchen, um die Wasserstoffwirtschaft zum Leben zu bringen. Das Marktpotenzial für Wasserstoffzüge ist gigantisch. Spätestens dann, wenn Wasserstoff ausreichend zur Verfügung steht, hat es sich dann eben ausgedieselt. Gemeinsam mit Siemens Mobility haben wir ein umfassendes Betriebskonzept erarbeitet, das die CO2-freie Mobilität einen ganz großen Schritt voranbringt. Tankstelle, Zug, Instandhaltungsinfrastruktur, ein Wasserstoff-Gesamtsystem aus einem Guss. Wir haben den nächsten wichtigen Meilenstein im Projekt H2 Goes Rail erreicht. Eines ist sicher. Je mehr Hersteller an alternativen Antrieben arbeiten, desto besser. Denn das Ziel eines vollständig klimaneutralen Bahnverkehrs bis zum Jahr 2040 wird nur durch die Anstrengungen aller Beteiligter möglich sein. Live von der Premierenfahrt habe ich übrigens auf Instagram und Twitter berichtet. Wenn ihr also künftig noch näher am Thema Bahn sein möchtet, dann folgt mir doch gerne auch auf diesen beiden Kanälen. Alle Besucher der InnoTrans nächste Woche werden den Mireo Plus H übrigens auch bestaunen können, wenn auch natürlich nur im Stand. Und damit ist auch schon das beherrschende Thema für die kommenden Wochen gefallen. Freut euch in nächster Zeit auf viele Neuheiten und Innovationen aus der gesamten Bahnbranche. Und damit allen, die auf der Messe dabei sind, schon jetzt einen spannenden Besuch. Und auch alle anderen sind dann hoffentlich wieder Ende nächster Woche hier mit am Start, wenn die InnoTrans Berichterstattung auf diesem Kanal beginnt. Danke fürs Zusehen und bis dahin.